So, und damit Hallöchen Leute und willkommen zurück zur nächsten Runde Bed Wars, wieder auf den CTEC-Server, 4 gegen 4, also 4 Teams, a 4 Spieler, mit mir dabei wieder der Lord Marfin. Tachchen. Alleine traue ich mich noch nicht so ganz. Ja, hier unten ist alles, was wir brauchen. Wo ist denn der Villager? Hier unten. Da. Ach so. Das graue Etwas an der grauen Wand. Ja, der mag mich nicht. Es sieht einfach genauso aus wie die Wand bei mir. Ja gut, ich habe ein Texture Pack drauf. Ja, ich auch. Aber ich habe halt ein anderes. Ja, ich habe das Standard Texture Pack, ich sag's mal so. Standard? Nicht Swex? Ja, das ist der Standard. Seit wann? Wer hat heutzutage kein Swex, ganz ehrlich? Ich. Ja, du bist ja auch, du gehörst auch nicht so den Standard, Leute. Du bist ein Muffin, was erwartet man? Ich bin halt nicht so ein oller Mitläufer. Wir sind schon mal nur noch drei Leute, sehe ich gerade. Bei uns hat einer verlassen. Läuft. Bei Rot. Wir haben jetzt schon gewonnen. Ich sehe es schon. Also warum momentan so viel Bed Wars kommt, als kurze Erklärung vielleicht. Ich möchte mal eine Runde gewinnen. Das war die Erklärung dazu jetzt. So viel, das ist jetzt die dritte Runde. Oder haben wir schon mehr gemacht, oder ich du? Ich glaube, wir hatten mehr. Also ich habe hier Gold. Echt jetzt? Was ist dann in der Mitte? Keine Ahnung. Vielleicht sind wir die Mitte. Nee, du kriegst ja auf den kleinen Inseln kriegst du Gold. Läuft. Und wo kriegst du dann Eisen? In der Mitte? Ja, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt auch gedacht, in der Mitte ist das Gold. Ach, das ist die Turtle Map, die hat gewonnen. Erkenne ich jetzt erst, dass wir hier auf riesen Turtles rumlaufen. Hallöchen. Tachchen. Da unten oder wo gibt's das Gold? Links. Wenn du über die Brücke läufst und dann links. The fuck? Also die Brücke, die wir da gebaut haben. Hä, wo läufst du hier geradeaus einfach? Hier. Ich bin links lang gelaufen, hier kommt, so wie du es gesagt hast. Genau. Also hier geradeaus in der Mitte weiß ich nicht, was da ist. Und hier ist das Gold. Das ist sehr sinnvoll, wenn wir da jetzt beide hinrennen. Ja, ich will das Gold haben. Ja, ich auch. Aber ich habe gerade gleich 200, dann kann ich Bogen und Pfeil holen. Ja, freu dir. Durch. irgendeiner schießt schon mit Pfeilen auf unseren Spawn. Ja, der ist schon mal direkt am Spammen. So, Bogen, Pfeil, vielleicht auch ein bisschen Rüstung wäre nicht schlecht. Wir waren blau, oder? Ja. Hier gibt es einfach nur mehr Gold, mehr nicht. In der Mitte? Ja. Also gibt es kein Eisen. Oder das ist vielleicht irgendwo auf der Turtle noch versteckt. Ja, das kann sein. Ja, hier unten ist Eisen. Ah, okay. In der Turtle drin, wenn man geradeaus weiterläuft, da bei den Typen einfach. Oh, das Bett von Gelb wurde zerstört. Apropos, wo ist das Bett? Wir sollten das vielleicht einbauen. Das ist hinterm Spawn so ein bisschen. Ja, jetzt greift doch nicht mich an, ey. Mein Bett steht doch noch. Boah, wie doof muss der denn sein? Ich bin gerade hier so am Gelb kaputt machen und dann greift der Grüne mich an, anstatt den Gelben, der so, eh gleich verrecken würde. Wo ist das würde. Bett? Ah, hier. Ja. Hab's gefunden. Ja, ich hab's gesehen, dass du's gefunden hast. Mache ich mal hier so eine kleine Ablenkung. So, als würde das jetzt aussehen, als hätten wir hier nur die leichten Blöcke dran. Wie viel gibt ein Goldblock? 30, oder? 30? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube nicht 10, würde ich jetzt mal schätzen, oder? Ich habe nämlich gerade 80 gekriegt, als ich hier einmal drüber gelaufen bin, und das ist ein bisschen viel. Jetzt 20, okay, das gibt 20 ein, so ein Golddingen. Ich habe Inventur geschafft als Erfolg, cool. Nichts, aber ich jetzt auch. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Also du weißt, wo das Eisen ist? Nein. Warte, ich zeig's dir. Unten wahrscheinlich bei dem Wasserfall runter. Genau, hier einfach runter. Hier unten ist das Eisen direkt. Habe ich jetzt auch noch mal. Jetzt gehen wir da wieder beide hin. Das ist wieder sehr intelligent. Was willst du denn haben? Punkte. Ja, wie viel, wofür?
Für Rüstung, für Pfeil und Bogen, für... Weil ich kann dir einen Bogen nochmal kaufen, wenn du möchtest. Du kannst mir auch Rüstung und Bogen und Pfeil und... Hier hast du schon mal Dings, dann hol ich dir jetzt nochmal... Schwert kaufen. Hier hast du noch ein bisschen Rüstung. Schmeiß das bitte nicht in den Villager rein. Ich sehe gerade nicht, wo ich es reinwerfe. Du schmeißt es zum Villager rein. Ja, der will auch vielleicht Rüstung haben. Ja, der hat es aber nicht verdient, der verreckt sowieso nicht. Das Bett von Rot ist im Arsch, also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir Grün besiegen müssen. Ja, wahrscheinlich werden die dann wieder anfangen, Bowspam. Ich habe keinen Pfeil. Könnten wir aber auch einen holen. Das klang gerade so, als hätte man sich hier vor uns geprügelt. Ja, der eine Typ ist hinter dir runtergesprungen, nur. Hat halt Schaden genommen. So, ich würde gerne noch mal ein paar Blöcke holen, bevor ich losrenne. Ich habe bis jetzt noch nichts gemacht, ey. Du Ärmster. Autsch. Oh. Hab. So, Blöcke. 35 hier nochmal gekauft. Den jetzt einfach mal. Ich werd beschossen! Nein! Wo bist du denn? Ich bin unter den Schildkröten. Rot ist in der Mitte. Ich bin scheiße, beeindruckt. Scheiße, natürlich. Bowspam mal wieder, ey. Zwei Pfeile genau hintereinander, ey. Gibt's doch nicht. Rot kommt gleich. Ja, was erwartest du bitte? Also das Interessante ist ja, man verliert ja nicht alle Blöcke, wenn man getroffen wird. Hä? Was haben die denn da? Wie, man verliert nicht alle Blöcke, wenn man getroffen wird? Punkte. Du meinst, wenn du verreckst, oder wie? Ja, wenn du runterfällst. Echt nicht? Nee, ich bin jetzt gerade wieder mit 8 angefangen. Das könnte ein Bug sein. Ich sehe da irgendwie, wenn ich gerade am Verrecken bin, in diesem Deathscreen immer 8 noch übrig. Immer, egal ob ich mehr oder weniger hatte. Okay. So. Ich laufe erstmal so mit einer Kettenbrustplatte im Inventar rum. Hauptsache nicht anziehen. Wird viel zu... Sicher. Überschätzt. Kettenrüstung. Hallo Lord Muffin. Hallo Nonamegear. Ich wollte Ihnen schon immer mal etwas sagen. Sie sind scheiße. Wie kommst du da drauf? Weiß ich nicht. erstmal beleidigen, aber dann nicht wissen wieso. Das war keine Beleidigung, das war eine Tatsache. Ja, genau. So, also Rot und Gelb leben auch noch. Die verbunkern sich wahrscheinlich gerade einfach nur. Ja, Gelb will sich gerade zu uns bauen. Oh, die Ärmsten. Die verrecken dann doch eh. Die haben doch kein Bett mehr. Hä, der kriegt keinen Rückschuss, der Wichser. Das kann sein, dass er die Schuhe anhat. Da gibt's solche Schuhe für, die gegen Rückstoß sind. Da kriegt er keinen. Ja, aber... Die hab ich eigentlich auch immer an. Warte, ich muss mir jetzt angucken. Bei Spezial-Items gibt's Schuhe, die haben eine 50%ige Chance, dass es keinen Rückstoß gibt. Ich glaube, sie sind hier, weil der Typ hat gerade Schaden gekriegt. Die schießen worden. Da einfach gerade Bowspam-mäßig hin und ach so. Spawn rein. Okay. Ja, okay, dann erklärt das einiges. Weil ich kann sie nicht mal sehen, also die Spieler stehen gerade außerhalb der Renderdistanz. Ja. Also Gelb ist komplett ausgelöscht worden. Ich frage mich gerade, ob ich mein eigenes Bett abbauen kann. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, muss jetzt nicht unbedingt. Schade. Rote Team wurde ausgelöscht. Ja, wie der viel läufst du, Junge? So, rot. Boah, 200 Punkte bekommen, ey. Ich bei dir. Grün lebt nur noch, ne? Grün ist, glaube ich, gegenüber von uns. Ja, und Grün hat auch noch ein Bett. Ich gehe mal gucken, ob ich raschen kann.
Ich habe gerade einen runtergeballert. Schönes Ding. Also einen mit Vollrüstung und so, der ist gerade dem Freiflieger am machen. Boah, 400 Punkte, WTF. Ach komm. So, habe ich jetzt auch mal die Scheißschuhe. Du meinst diese Anti-Gravitationsschuhe? Ja, diese Anti-, ich habe keine Knockback-Schuhe. Diese. Ja, Magnetschuhe. Ich gehe jetzt mit den Magnetschuhen noch rüber und versuche, dein Bett abzubauen. Einfach mal durchlaufen. Damit sie mich nicht runter knockbacken können. Also, du hast direkt gegenüber von uns. Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, ja. Okay. So. Ich muss ja mal eben ein paar Sachen umrüsten. Eine Bombe wurde gezündet. Die sprengen sich gerade. Die war recht weit weg. Nein, nein, die war recht weit weg. Ich dachte schon, die sprengen sich jetzt bei uns da rein, weißt du? Schade, hab's nicht geschafft. Ist denn gegenüber? Ja, müsste. Rechts von uns. Ja, sie sind gegenüber und ich hab's nicht geschafft. Rechts von uns ist Dings. Ich geh mal in die Mitte Gold holen. Ich bin rechts bei uns. Ja, ich gehe in die Mitte. Ist 3 gegen 3, also einer der Grünen hat anscheinend auch gelieft. Okay, umso besser. So. Enderperl hat 400 gekostet, ne? Ja. Yeah. Was tut man denn sonst noch so Interessantes holen? Sonstiges. Kiste, Spinnweben, Leitern, Spezialitems. Teleportiere dich zurück nach Hause, Tracker, zeige die nächsten gegnerischen Spieler, Alarmanlage, Rettungsschleim. Wie viel kostet das Ding, das einen zurück nach Hause tippet? 120. Ah, okay. Das ist ja sogar noch billig. Ich glaube, das hole ich mir gleich mal. So, sonstiges Enderperle. Aber eine Spitzhacke nicht vergessen. Ja, habe ich. Ich will aber unter Umständen eine bessere mitnehmen. Ich habe nur die 25er. Ups. Spitzhacke. Nehme ich gleich die stärkste mit, was soll's. Blöcke. Da. Nahrung. Hab mir mal die beste Brustplatte gegönnt. Achso, wir haben übrigens noch eine Spitzhacke, eine Eisenspitzhacke, Effizienz 1, in unserer Truhe. Ja, ist sehr schön. Ich habe gerade hier einen Grün getötet. Schön. Besser, wenn du das Bett tötest. Ja, dafür muss ich erstmal darüber kommen, ist die Sache. Also ich habe jetzt die beste Rüstung an und ein Schwert. Das Beste. Sollte ich mal zu dir kommen? Ich hasse es, ich bin gerade gestorben. Ah, okay. Wollen wir gleich mal zusammengehen? Weißt du, woran ich gestorben bin? Runtergefallen. Ich habe schon wieder Steuerung anstatt Shift gedrückt. Ja, so wie ich immer in die Lobby liebe, wenn ich verrecke, ne? So in etwa, ja. Oh, man hat mir gerade Äpfel hingeworfen, sehr schön. Hier ist auch noch Fleisch in der Kiste. Ja, ich versuche gerade hier erstmal wieder zu dieser einen Turtle hier zu kommen. Bevor Grün sich hier hinarbeitet. Komm, flieg doch einfach runter, Junge! Na, du flieg halt nicht runter, du kleiner Bastard, Alter. Spitzhacke, Schutz. Wollen wir zusammen gehen? Geh schon mal los. Die machen da jetzt gerade die eine Seite da fertig, ist das Problem. Wie die eine Seite? Ja, die holen sich gerade verdammt viele Rohstoffe. Wir sind gleich wieder extrem im Nachteil. Ich gehe ja schon.
Die sind gerade rechts von uns, oder einer zumindest. Ne, der eine, der von uns ist, ist links, den ich sehe zumindest. Bene ist von... Der ist Bene ist rechts und holt da gerade extrem viele Sachen. Ja. Den sollten wir unbedingt stoppen, bevor er damit nach Hause kommt. Ja. Ich guck mal, was ich machen kann. Versuch dein Bestes, mich hat er getroffen, leider. Ich mich auch. Aber du hast ihn, sehr gut. Ja, er ist tot. Dann kümmere dich mal da so ein bisschen um die Rohstoffe. Da dürften nämlich an sich relativ viele meistens sein, weil ich kam da echt gut klar. Ja. Ich guck mal, ob ich hier ein paar Tränke finde. Stärke. Hab nicht genügend Materialien. 500 ist ja nix. Regeneration hole ich mir mal einen. So, ich bin auch wieder unterwegs. Soll ich zu Ihnen gehen? Wenn du schaffst, ich kann ja versuchen über die Mitte, aber ich habe nichts außer einen Bogen. Ich versuche mal über die Mitte so ein bisschen abzulenken. Ich habe ein Schwert und einen Trank der Regeneration. Naja, ich versuche mal über die Mitte so ein bisschen abzulenken. Da liegt auch gut Gold. Da kommt schon einer. Ja. Habe ihn einmal getroffen. Ja. Sehr intelligent von mir herunterspringen. Einer rennt zur Turtle nach rechts. Eigentlich ist das ja schon fast gut für uns, weil dann können wir einfach durch. Wow, 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 der hat einen Bogen, der hat einen Bogen. Ich will nicht runterfliegen. Ich hab das beste Equip. Du kannst ja auch so eine Rettungsplattform holen, ne? Ja, habe ich jetzt aber nicht. So ein also zu der Turtle, wo sie eben schon waren. Ja, ich glaube schon. Einer ist, glaube ich, darüber gerannt. Ja, da laufe ich da jetzt auch hin. Jo, da ist einer. Er ist tot. Wir sind gerade extremst im Vorteil. Ich hole mir jetzt mal so eine Rettungsplattform. Ich werde sie wahrscheinlich nicht rechtzeitig einsetzen, aber ich hole sie nun mal. Sie erobern so langsam die Mitte zurück. Ich kann nicht mehr halten. Ich bin gleich tot. Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, ich renne gerade zurück zu unserer Turtle. Ein Herz. Ja. Ich bin unterwegs. Oh, Alter, wäre ich da nicht runtergeschiftet, ne? Ich könnte mich so aufregen, weil ich hatte auch die beste Ausrüstung, die man haben konnte in dem Zeitpunkt. Sie kommen mit Spitzhacken zu uns. Über die Mitte? Ja. Ja. Sie kommen mit Spitzhacken zu uns. Wow. Macht da Last Hit, weißt du? Macht da Last Hit. Unsere ja. Teamkameradin braucht Hilfe, die wird da gerade beschossen. An der anderen Turtle. Ja. Kommst du mal zu denen? Ich habe keine Spitzhacke oder sowas. Ja, ich auch nicht. Ah, okay. Und drei Leben. Ah, okay. Ja, gut, dann hol ich mir meine Spitzhacke. Bist du das, der da gerade zu uns ja. kommt? Das? Ja, ja, das okay. bin ich. Das Schwert ist echt gut. So, 500 Punkte. Ja, geil. Sehr schön. Jetzt aufräumen, gut, Leute. Dann kommt jetzt wohl bald kein Bedwars mehr, weil wir gerade am Gewinnen sind. Doch, doch, ein bisschen was kommt noch. Ja, geil, wir sind am Gewinnen. Das ist auch meine erste Runde, die ich gewinne. Bogen ist in der Truhe. Ich habe schon wieder einen weggemacht. Ah ne, er hat sich weggetippelt. Ich bin so scheiße. Ich bin so scheiße. Mann. Du bist gestorben?
Ich bin runtergesprungen. Ich wollte zum Typen hinterher hüpfen und da bin ich runtergesprungen. Aber das grüne Team hat nur noch eine Person. Ja. Also wir haben beste Chancen. Wir haben beste Chancen. Wir müssen nur auf unser Bett aufpassen. Wo waren die letzte Person? Weiß ich nicht. Die ich genommen habe. Hat sich. Egal, jetzt haben wir eh gewonnen. Weil einer war jetzt gerade noch in der Mitte, der gestorben ist. Ich wusste jetzt nur nicht, wo die letzte ist. Ja, das war der letzte. Landschaft wird heruntergeladen. Premium-Ringe und tolle Extras. Vote und bleibe informiert. Ja, Leute, ich danke fürs Zusehen dieser Runde Bed Wars. Ihr habt mal wieder einen wunderschönen Fail meinerseits gesehen. Sobald ich einigermaßen besser werde, sollte sowas auch hoffentlich nicht mehr passieren. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.